Hallo, seid gesegnet. Ich wollte heute mit euch nochmal reden, weil es da so viele Angriffe auch gibt, von wegen 3 Tage Finsternis und so, Irrlehre und alles nur Angstmache und so. Und ich wollte euch das jetzt alles nochmal anhand der Schriften und so belegen, wo das alles steht und was da wohl kommen soll über uns, das Strafgericht Gottes. Und das ist heute nichts für schwache Nerven. Das ist heute kein Kuschel-Evangelium, was da verkündet wird. Also bitte, bitte lieber gleich umschalten, wenn man heute keine Nerven für sowas hat, ja. Es ist sehr mit Katastrophen und so heute. Also nichts für schwache Nerven heute. Ja, also diese 3 Tage Finsternis steht auch in der Bibel, in der Offenbarung 8. Die Offenbarung ist ja der letzte Teil von der Bibel, ja, und das ist eine reine Prophezeiung, ja, vom Seher Johannes, ja, was er gesehen hat. Diese Prophezeiung, wo ihm auf der Insel gegeben wurde. Und der vierte Engel stieß in die Posaune in der Offenbarung 8, Vers 12. Da wurde der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne geschlagen, damit der dritte Teil von ihnen verfinstert würde und der Tag für den dritten Teil seiner Dauer, also 3 Tage, kein Licht habe und die Nacht in gleicher Weise, also 3 Tage und 3 Nächte kein Licht. Oh. Ja, und das. Also, und der soll in dieser letzten Zeit ja passieren, ja. Und Gott hat schon immer gewarnt vor allen großen Ereignissen und er warnt auch davor. Er hat gewarnt vor der Sintflut, er hat mit Noah gewarnt, ja. Er hat Ninive gewarnt, Sodom und Gomorra hat er gewarnt, er hat immer gewarnt und er warnt auch vor diesem großen Ende. Da warnt er uns vielfach, mehrfach, ja. Jesus hat uns gewarnt und es gibt auch viele Seher und Propheten, wo da warnen von diesen letzten Katastrophen, wo da kommen sollen über die ganze Menschheit. Und diese 3 Tage Finsternis, das wird erstaunlicherweise in allen Nationen, ja, egal ob Indianer oder sonst irgendwas, alle haben die Sintflut drin, erzählen von der großen Sintflut, alle erzählen auch von diesen 3 Tagen Finsternis, die da kommen sollen. Also alle haben das irgendwie auf dem Schirm, dass da was ganz Schlimmes kommt, ja. Und der Gott hat schon im Alten Testament dem Propheten Joel in Joel 3, Vers 3 gesagt: Ich werde Zeichen geben am Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Und hat auch gesagt: die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, ehe Jesus wiederkommt, der große und furchtbare Tag des Herrn. Und dem Propheten Jesaja hat er gesagt, und auch dem Evangelisten Matthäus hat er gesagt: Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken gekommen. Steht da in Jesaja 13, Vers 10, in der Offenbarung 6, Vers 12. Und die Verdunkelung von Sonne und rötliche Verhüllung des Mondes und der Erde, das können durch Gase, Staub, Gestein und Trümmer von einem Kometen oder Planeten aus dem Kosmos sein, ja. Und steht da geschrieben, die Kräfte des Himmels werden massiv ins Wanken kommen, ja. Das kann durch so einen Planeten entstehen, der massive Anziehungskraft hat auf die Sonne, auf andere Planeten und auf das Sonnensystem und auf die Erde und auf die Erdachse, ja. Also kann man in Jesaja 13, Vers 10, Jesaja und Offenbarung 6, Vers 12, Lukas 21, 26 auch lesen. Die Sterne werden vom Himmel fallen. Es können Impakte sein, also Einschläge von diesem Planeten, von diesem Stern, der da kommen soll. Oder dieser Eindruck beim Kippen der Erdachse. Ja, das wird also, die Erdachse wird ja kippen, weil es wird ja dieser Planet X kommen, ja, der Nibiru, der ist noch außerhalb des Sonnensystems, da ist er jetzt noch nicht sichtbar, aber selbst die NASA sagt, er wird kommen und er
kommt genau auf die Erde zu. Also selbst die NASA sagt es, ja, dass er kommt. Sie wissen aber nicht, wann er kommt. Und sie werden uns auch nicht genau sagen, wann er kommt, weil sie natürlich in Massenpanik und diese ganzen Bankruns und alles und diese Plünderung etc. vermeiden werden. Sie werden uns nicht sagen genau, wann er kommt, aber sie sagen zu 99%, er kommt. Er ist auf dem Weg. Ja. Hitze, Feuer, Blut und Rauchsäulen, das sind diese glutheiße Atmosphäre und Staub eines erdnah vorbeiziehenden Himmelskörpers kann das entstehen, ja. Also Joule 303. Weil dieser Nibiru wird nicht direkt einschlagen, ja. Zum Glück, weil das wäre das Ende der Erde. Der Planet X wird nicht komplett einschlagen. Der ist 12 Kilometer groß, das wäre es aus, ja, komplette aus. Aber er zieht vorbei oder tangiert die Erde und hat jede Menge Gesteinsbrocken und sonst die Gase und sonst irgend alles Mögliche dabei, ja. Und da wird einiges davon runterkommen, ja. Riesige Brocken, zum Teil 3 Kilometer große Brocken, ja. Und sollen da einschlagen, ja. Und kann man sich ja vorstellen, was da entsteht. Riesenwellen, Tsunamis. Und durch diese Magnetfeldauswirkung und diesen Druck beim Herannahen und diesem Sog beim Wiederentfernen, wenn der wieder vorbei abhaut, ja, wieder rauszieht, an uns vorbeizieht, da entstehen riesige Druckwellen und riesige Riesenwellen und Tsunamis. Also da wird die ganze Menschheit davon betroffen sein, ja. Und der hat natürlich eine Wahnsinnshitze dabei, ja, also pff. Und diese Gefahr da aus dem Weltall, da ist sich die Menschheit so seit langem bewusst. Und die Elite ist sich dessen wohl bewusst, ja. Also die bauen sich riesige, haben sich riesige Untergrundstätten gebaut, kilometertief, luxuriös, ja. Die sind voll vorbereitet. Die haben riesige Bunker gebaut, ja. Die werden sie aber nicht schützen, weil davor können sie sich nicht schützen, ja. Sie werden trotzdem von den Fluten und dem Magma gefangen werden und es werden Riesengräber für sie werden, aber sie meinen bis jetzt auf jeden Fall, sie wären sicher, sind sie aber nicht. Vor Gott sind sie da nicht sicher. Und wir können uns darauf auch nicht vorbereiten, ja. Aber ja. Und diese Hitze, ja, diese gleißende Helle und diese Hitze, auch wenn es nur an der Erde vorbeizieht, ja, es gibt es Glutwellen mit orkanartiger Wucht, wo da über die Erde rasen, ja. Und diese Gesteinswolken und Staubwolken, die sind halt diese rötlichen Wolken, wo da auch vorhergesagt werden und dieses. Und wenn das dann natürlich diese Staubhülle da vorbeizieht zwischen Erde und Sonne, Und sich letztlich vor dem Mond verfindet sie natürlich den Sonne und den Mond, ja, wie beschrieben steht da, wie wir gerade gelesen haben. Und dieses Geschehene, auch dieses Kippen der Erdachse, ja, wenn das Ding da vorbeizieht, ja, das Geschehene, das scheint Phänomene zu erzeugen, sodass man meint, die Sterne, beziehungsweise die Sterne, Sternschnuppen fallen vom Himmel, ja. Und das sieht dann wirklich so aus, und dass sich der Himmel aufrollt, ja, wie Jesus sagt, dass sich da der Himmel aufrollen wird, ja, wenn der die Erdachse kippt, ja, dann kann das wirklich so aussehen, ja. Und diese Sterne da, oder das ja da, was er da mitbringt, das verglüht halt wie Feuerregen, ja, und werden mehrere glühende Teile, Brocken auf die Erde fallen, ja, und aufschlagen und Brände, gewaltige Brände erzeugen, also ein Brocken, das ist so locker eine ganze Stadt, eine Riesenstadt in Flammen, ja. Und ja, und man weiß, in diesem letzten Gericht, ja, das sagt, steht da geschrieben, dass das letzte Gericht durchs Feuer, nicht mehr durch Wasser, hat uns versprochen, nicht mehr durch Wasser, aber durch Feuer dieses Mal, ja, geschehen wird. Und aber gleich zu den Zeiten Noahs werden das die Menschen trotzdem nicht glauben, wie immer, ja. Die werden heiraten und kaufen und verkaufen und ja, und in der Und
Ja, das wird sein wie in den Zeiten Noahs. Wenn aber auch die Zahl der reinen und Guten wie zu den Zeiten Noahs sich sehr verringern wird, dann soll die Erde abermals beschickt werden mit einem allgemeinen, das heißt weltweiten auswirkenden Gerichte, in welchem weder der Mensch noch Tiere noch Pflanzen geschont werden. Und es werden den stolzen Menschen nicht mehr nützen, ihre Feuer- und todspeienden Waffen, nicht ihre Burgen und ihre ehernen Wege, auf denen sie mit der Schnelligkeit eines abgestochenen Pfeils dahinfahren werden. Das war eine Vorhersage von diesen Eisenbahnen und Schienen. Denn es wird wie ein Feind aus den Lüften angefahren kommen und wird sie alle verderben, die da allzeit Übles getan haben. Das wird sein eine wahre Krämer- und Wechslerzeit. Also, und zwar, und nach dieser Katastrophe aus dem Kosmos soll nach wenigen Jahren noch ein größeres Ereignis erfolgen. Also, dann ist das dann richtig komplett platt gemacht, alles. Na, bei dem durch Feuer die ganze Erdoberfläche und die ganze Menschheit vernichtet wird, ja. Und es werden dann auch geschehen große Zeichen auf der Erde, auf dem Meer und am Himmel. Und ich werde Knechte erwecken, die aus meinen Worte weissagen und mehrfach verkünden werden das kommende Gericht. Aber der Hochmut der Menschen wird sie nicht anhören. Und so er sie auch anhören wird, da wird er ihren Worten doch nicht glauben, sondern sie als Narren verlachen. Aber eben das wird ein sicheres Zeichen sein, dass große Gericht sicher und ganz gewiss eintreffen wird, das durch Feuer verzehren wird all die Täter des Übels. Und ja, und also der, sie werden natürlich versuchen, sie wissen, dass es kommt, dieses Teil, ja, und versuchen es, tatsächlich, wie auch in den Filmen, versuchen das dann noch mit Raketen, mit atomaren Waffen bestückten Raketen und so noch runterzuholen, ja, das werden sie aber der Menschheit nicht sagen und, also solche Abwehrversuche werden in jedem Fall unternommen werden, ja, aber ohne die Bevölkerung wahrscheinlich davon in Kenntnis zu setzen, und die Musterfolge werden voraussichtlich geheim gehalten, ja, um die Bevölkerung nicht zu beunruhigen, ja, und keine Massenpanik heraufzubeschwören und das Wirtschaftsleben noch aufrechtzuerhalten, ja. Aber es wird ihnen nützen und Jesus sagt, mir damals im Tempel damals die Tische umgeworfen hat, ja, wo er so sauer war, die Tische umgeworfen hat und alles runtergefegt hat, ja, und die alle rausgeschmissen hat, so will er das in der letzten Zeit auch machen, ja. Aber was ich erst jüngst hin einmal zu Jerusalem im Tempel den Wechseln und Taubenkrämern tat, also ihre Tische leergefegt und sie aus dem Tempel vertrieben habe, das werde ich dann im Großen tun und auf der ganzen Erde und werde zerstören alle die Krämerläden, also die Geschäfte und die Wechselbuden, die Bankhäuser. Durch den Feind, den ich aus den weiten Lufträumen der Erde zusenden werde, also diesen Kometen, wie ein dahinzuckenden Blitz mit großem Getöse und Gekrache. Also das muss auch mega laut werden, wenn das Teil kommt. Das muss so schlimm laut werden, ganz, ganz schlimm. Wahrlich, gegen den werden vergeblich kämpfen alle die Heere der Erde. Aber meinen wenigen Freunden wie der große, unbesiegbare Feind kein Leid tun und wird sie verschonen für eine ganze neue Pflanzschule. Also seine Leute wieder erretten, aus der neue und bessere Menschen hervorgehen werden. Und ja, diese Kennzeichen dieser Zeit, diese wahre Krämer- und Wechslerzeit, das umschreibt präzise als weiteres spezielle Kennzeichen für unsere heutige globale Wirtschaft, Handels- und Bankenwesen, Bankenunwesen, ja. So wie er damals aufgeräumt hat, er wird wieder aufräumen, ja. Ja, und kein Weltkrieg, kein globaler Börsencrash und keine Superseuche oder sonstige Katastrophenszenarien kann in so einer kurzen Zeit eine größere und globale katastrophale Wirkung hervorbringen, wie so ein Komet, der sehr nah an der Erde vorbeizieht. Ja? Ein größerer, glutheißer Himmelskörper, der die Erde eventuell streift und in den großen separate Teile als Impakte einschlagen, also das sind diese Dinge, wo da einschlagen, diese Impakte, ja, und aufs Meer oder aufs Land auftreffen und diese, die, der hat eine giftige Atmosphäre dabei, ja,
und er wird diese Erde in 3 Tage völlige Finsternis einhüllen. Und angesichts dieser weltweit, das sind diese 3 Tage Finsternis, dann kommen werden, ja. Aber davor, kurz dazwischen, davor ist die Entrückung, ja. Also die Entrückung ist kurz davor. Also dieser Planet ist ja Gottes Strafe, Gottes Zorn. Er ist wohlberechnet, ja. Der kommt nicht aus nichts, sondern der ist wohlberechnet. Und der kommt erst, wenn dieser Höhepunkt da ist, wenn diese ABC-Waffen eingesetzt werden, ja. Und das ist wohl diese nukleare Zerstörung von New York City, die vorher stattfinden, kurz davor stattfinden wird. Und dann kommt gleich noch der Komet. Das ist dann gleich das Ende auch gleich, ja. Also das ist der eine Versuch, diese Nukleare, und dann kommt sofort auch der Komet von Gott, ja. Und da ist gleich Schluss mit dem Dritten Weltkrieg. Und ja. Und dass dieser atomare Angriff von Russland wohl, steht auch in der Gematria, dass dieser Angriff wohl von Russland ausgeht, ja, aber jetzt nicht von Putin. Putin vermeidet das alles noch, ja, der will nicht, der hat keine Böcke da drauf. Aber sobald sie ihn geschafft haben, ihn umzubringen, übernimmt so eine Elite und die greifen sofort Amerika an, ja. Der Trump wird wohl noch da sein, wenn das geschieht, auch wenn die Entrückung geschieht, ja. Aber er wird wohl durch einen Anschlag, ein schweres Schädelhirntrauma erleiden und gehörlos sein. Keine Ahnung. Ja. Ja. Und genau, wenn diese nukleare Zerstörung von New York City eintritt, da steht auch in der Gematria drin, we rapture into the clouds. Also wir werden in die Wolken entrückt. Und es steht drin, dass es diese nukleare Zerstörung von New York City die größte menschliche Katastrophe ist, die es jemals gegeben hat. Das muss so schlimm sein. Es wird keine Überlebenden wohl geben. Und die werden wohl wirklich im Feuer verbrennen. Ja, das wird so schlimm sein. Und danach kommt gleich der Planet. Ja, das ist dann gleich so Schluss mit Dritter Weltkrieg. Ja, da. Und angesichts der weltweiten Folgen. Also genau, und da wird die Entrückung stattfinden. Ja, das kriegen wir nur noch. Hoffentlich kriegen wir es nur noch ansatzweise mit, ja. Also deshalb ist wichtig, jetzt sich vorzubereiten, jetzt Buße zu tun und nicht erst irgendwann, wenn die Geschehnisse sich überschlagen, weil da setzt der Gedanken aus, jetzt die Herzen werden stehen bleiben, die Gedanken setzen aus, man kann nicht mehr Buße tun für irgendeine Sünde, wo man mal gemacht hat, ja. Das müssen wir jetzt machen, jetzt. Und jetzt eine Beziehung haben zum Herrn, ja, zum Jesus haben. Und jetzt eine feste Beziehung haben. Nicht erst, wenn das alles kommt. Weil das geht Schlag auf Schlag auf Schlag. Ja, da haben wir keine Zeit mehr. Da kann man nicht mehr denken. Ja. Wer da noch da ist oder so, da kann man nicht mehr Buße tun oder so. Das muss man jetzt machen. Ja. Jetzt. Ohne Buße kann man auch nicht entrückt werden. Ja, weil man blättert da drüber über die Buße tun. Boah, das hört sich so katholisch an. Na, Buße tun ist ganz wichtig. Weil ohne Buße tun kann man nicht in den Himmel. Ja. Das muss geschehen, ja, das muss von einem selber ausgehen und das muss man mal machen, da muss man sich mal ein bisschen Zeit nehmen und das wirklich machen, ja. Und angesichts dieser weltweiten eintretenden Folgen, vor allem dieser ganzen Impact, Bebenwellen, diesen Tsunamis, diesen Magma-Ausbrüchen, ja, das bringen natürlich auch Vulkane aus, ja, und alles, diese Feuerorkane, Orkane und Tornados, Überschwemmungen und diese Erdachsenverlagerungen bleibt natürlich kein Krämerladen, keine Wechslerbude, keine Banken oder sonst irgendwas, Kaufhäuser, Industrieanlagen oder sonst irgendwas, Gebäude oder Unterstädte unbeschädigt. Ja? Also die täuschen sich auch, wenn sie meinen, sie sind da sicher in Untergrundstädten, da sind sie nicht sicher. Also und für diese allgemeinen Katastrophe werden weltweit weder Menschen noch Tiere verschont bleiben. Auch diese New World Order Elite nicht, ja? Das haben die unterschätzt. Das unterschätzen sie, ja? Also die unterschätzen Gott gewaltig. Und die machen seit Jahrzehnten, machen sie sich in unter strikter Geheimhaltung ihre unterirdischen Städte, diese Dumps, ja, D-U-M-B-S, diese Dumps in mehr, teils mehreren Kilometer Tiefe, ja, super luxuriöse Dinger, ja, wo sie sich super sicher fühlen und alles haben, ja, und wo sie da diesen ganzen atomaren Katastrophen da unten gemütlich verbringen werden, ja, während wir hier oben leiden sollen, ja. Aber da haben sie sich getäuscht, weil das Wasser und das Magma kommt halt überall hin, ja.
Ja, wie kann man sich da, wie kann man sich als Gläubiger vor und während des Katastrophenfalls bei sowas verhalten, ja? Irdische Vorkehrungen werden uns da nichts nützen. Also es wird uns nichts nützen, wenn man jetzt Vorräte und irgendwelche Fluchtversuche starten oder sonst irgendwas. Nur was wirklich Gott erhalten will, wird er erhalten bleiben, verschont bleiben. Ja, da sind wir wirklich völlig auf Gottes Gnade angewiesen, ja. Es hilft nur diese enge Verbindung zu Jesus und bitten um Hilfe und Schutz und Beistand. Das ist zum Überleben wichtig. Nichts anderes zählt mehr. Nichts, gar nichts. Nur Jesus. Nur Jesus. Und wir sollen nach ihm rufen. Das steht geschrieben. Alle, die mich rufen, denen werde ich helfen, ja. Man muss den Namen Jesu rufen. Und wenn man noch nichts mehr babbeln kann, ja. Jesus, Jesus, Jesus. Nur noch Jesus, 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 Jesus stammeln, ja. Nach Jesus schreien, das ist das Einzige, was da hilft, ja. Und ja, man kann nur jetzt noch die anderen warnen, ja, und ein bisschen zeigen, wie nah wir daran sind, ja. Was ist die beste Vorsorge, der beste Schutz? Ja, das, nur Jesus, nur Gebete, Gedanken an Jesus richten, ja. Und gläubig auf seine Hilfe vertrauen, ihm vertrauen, sagen: Jesus, ich vertraue dir, ich vertraue dir, ich vertraue dir, ja. Und ja, wie werden die Menschen da bei diesem Katastropheneintritt reagieren? Ja, das erkennbare Nahen des Sterns, wenn die das sehen, ja, wird weltweit Todesangst auslösen, ja, und Denkunfähigkeit und Panik und Aufruhr bei allen hervorrufen, vor allem die von der Elite in Unwissenheit gehalten worden sind, ja, bei all jenen, die den Katastrophenvoraussagen keinen Glauben geschenkt haben, ja, und alles nur gesagt haben, ja, Panik machen und bla bla bla, ja, gar nichts passiert, es geht ewig so weiter, von wegen, hey, von wegen. Und man kann nur auf göttliche Hilfe bitten und beten und ja. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Auf Erden wird den Völkern bange sein und sie werden verzagen vor dem Brausen der Wogen und des Meeres. Steht in Lukas 21, Vers 25 und auch in Offenbarung 6, Vers 12. Und Lukas 21, Vers 26. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen, ja. Da kann man nimmer denken, da kann man nimmer Buße tun, ja. Wie wird es ablaufen, diese Katastrophe, diese globale Katastrophe? Ja, diese Druck- und Sogwellen, ja. Vor und nach dem extremen erdnahen Vorbeiflug von diesem Nibiru, ja. Des Feindes aus den Lüften, ja, wie beschrieben steht. Und seine Gravitationseinflüsse und diese elektromagnetischen Einflüsse und seine Gashülle und diese ein oder mehrere Streifstöße, ja, Abpraller des Sterns gegen die Erdoberfläche, also wird es so tangieren, ja, und Impakte und diese Einschläge von den ganzen Mitbringseln, wo er dabei hat, von unterschiedlich Größen, Festkörpern, werden auf der Erde und alle Elemente in großen Aufruhr versetzen, ja, Meer und alles, ja. Sobald der glutheiße Stein mit seiner dunklen Staub- und Gesteinsumhüllung in entsprechende Erdnähe kommen wird, wird es auf der Erde durch eine dichte schwarze Wolke 3 Tage lang stockfinster werden. Und herabstürzende glühende Partikel und Gesteinsbrocken werden unerträgliche Hitze, Riesenflächenbrände und Explosionen herbeiführen. Der Einschlag glühender großer Gesteinsbrocken ins Meer wird zu großen Dampfwolken und Tsunamis und riesigen Überschwemmungen führen. Druck- und Sogwellen, Windhosen und Orkane sowie Impakte auf Land und in Meere werden gewaltigste Erdbeben, Explosionen, Erdspaltungen, Vulkan- und Magmaausbrüche bewirken. Die Erdachse wird sich beim Hin- und Hertorkeln der Erde mehrfach verschieben. Dadurch entstehen nicht nur riesige Tsunamis, sondern auch gigantische Wasserfluten aus der Erde und aus oberirdischen Gewässern werden viele tiefliegende Länder überflutet. Sie werden zerstört und mit Schlamm und Geröllmassen verschüttet. Erde, Wasser, Staub,
Gegenstände und Materie werden vom Sog des vorbeiziehenden Sterns hochgerissen werden, ja? Also wenn er wieder abhaut, ja, hinaus zieht wieder ins Weltall, dann durch den Sog nimmt er Zeugs mit, ja? Alles, was er da halt so mit sich zieht, oh mein Gott. Diese kombinierten Elementkatastrophen werden weltweit riesige Schäden hervorrufen und unzählige Menschen, Tiere und Pflanzen vernichten. Die Folgen werden alles an Not und Elend betreffen, was die Menschheit je erlebt hat. Und ja, die Erde wird wirklich torkeln und die Erdachsen sich verschieben, ja. Flut und Schwemmungen und Vulkanismus. Und der Prophet Jesaja schildert sehr, sehr anschaulich, welche Folgen ein solch erdnaher Vorbeizug, ein Aufprall oder ein Abprall eines größeren Himmelkörpers nach sich ziehen würde. Also der beschreibt es in Jesaja 24, Vers 17. Über euch, Bewohner der Erde, kommt Schrecken und Grube und Netz. In Jesaja 24, Vers 18. Und wer entflieht vor dem Geschrei des Schreckens, der fällt in die Grube, in diese Erdrisse und Erdspalten, wo sie da auftun, fallen dann die Leute rein, ja? Und wer entkommt aus der Grube, der wird im Netz, in diesen Fluchthindernissen gefangen werden, ja, also man kann nicht fliehen, weil alles gesperrt ist, gell, denn die Fenster in der Höhe, also das heißt der Luftraum und der Kosmos, sind aufgetan, ja, und die Grundfeste der Erde beben. Und, das steht in der Bibel, und in Jesaja 24, Vers 19 steht, es wird die Erde mit Krachen zerbrechen, zerbersten und zerfallen. Es muss ein riesiger Krach sein, wenn dieses Ding da irgendwie einschlägt oder was da einschlägt oder vorbeizieht. Und der sich streifende und abprallende Himmelskörper und die Impakte, also diese Einschläge, durch berggroße Gesteinsbrocken können die Erdkruste durchschlagen und durch Erdrisse die geschilderten Katastrophenwirkungen hervorrufen. Also stell dir das vor, das sind berggroße Brocken, die da vom Himmel kommen, ja? Und die durchschlagen natürlich sogar die Erdkruste, ja, und dann geht es natürlich rund. Und es wird, die Erde wird mit Krachen zerbrechen, zerbersten und zerfallen, ja. Könnt ihr vorstellen, was das für ein Sound ist und was da los ist. Die Erde wird taumeln, Jesaja 24, Vers 20 steht, die Erde wird taumeln wie ein Trunkener. Und durch seine Größe und diese Massenanziehungskraft und diese elektromagnetischen Zug- und Druckkräfte und die Wucht des Aufpralls und dieser Impakteinschläge gerät die Erde voraussichtlich ins Wanken. Die Erdachse wird sich dadurch verlagern und wird hin und her geworfen wie eine schwankende Hütte, denn ihre Missetat drückt sie, dass sie fallen muss und nicht wieder aufstehen kann. Ja, so ein einziger Streifschuss, ja, oder Stoß von so einem, oder so ein Abpraller nur von diesem, so einem Stern, ja, von einem sehr großen Stern und Gestirn, oder das Aufdreißen mehrerer kleiner Begleitasteroiden kann gewaltigste Erdbeben und Explosionen und damit einhergehende weltweite Konsequenzen auslösen. Und in Amos 9, Vers 5 steht, Gott, der Herr Zebaoth ist es, der die Erde anrührt, dass sie bebt und all ihre Bewohner trauern müssen und dass sie sich hebt wie die Wasser des Nils und sie senkt wie der Strom Ägyptens. Also, das wird sich wirklich heben und senken. Der Apostel Johannes weist ebenfalls auf ein Erdbeben bislang nie erlebter Stärke hin, die mit Begleiterscheinungen auftreten wird, wie sie für solche Impakte erwartet werden kann. Ja, also in der Offenbarung 6, Vers 12 da steht, und ich sah, als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack und der ganze Mond wurde wie Blut. Und in der Offenbarung 11, Vers 19 steht, und der Tempel Gottes im Himmel, das ist die Unterschreibung für das Weltall, wurde aufgetan und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar. Oh. Die Folgen der Ereignisse sind wahrscheinlich die Erfolgen, also durch den Gotteswillen, ja, also das ist wohl doch Gotteswillen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel, in der Offenbarung 15, Vers 5. Oh. Und in der Offenbarung 16, Vers 18 steht, und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und es geschah ein großes Erdbeben, wie es noch nie gewesen ist, seit Menschen auf Erden sind. Ein solch großes Erdbeben. Oh, wow, wow, wow.
Ja, und solche, ja, das steht da geschrieben, dass in diesen 3 Tagen Finsternis tatsächlich so die Stimmen, also viele Stimmen hören auch von diesen Dämonen und so. Und diese Stimmen hören weist eben darauf hin, dass die Menschen in ihrer Panik dämonische Stimmen hören, wie geisteskranke hören, ja. Und aus parapsychologischen Forschungen weiß man aber, dass nicht wenige Menschen in solchen Paniksituationen hellhörig werden und wirklich Stimmen von Geistern und Dämonen hören können. Ja, also die sind da in einer absoluten Paniksituation. Ja, und was sind denn die Folgen so von solchen Einschlägen kleinerer Teile des Himmelskörpers im Meer oder im Festland? Die Folgen wären wenn ein harter Stoß, ein Stoß oder Abprall durch ein großes Gestirn die Erde bis in die Grundfelsen erschüttert hat, dies eine weltweite Wirkung, ja, weil aufgrund des dadurch entstehenden Drucks im flüssigen Erdinnern die Erdrinde wellenförmig vielfach angehoben und gesenkt wird. Oh, das habe ich mal gesehen. Oh mein Gott. Dadurch heben, senken und verschieben sich auch Erdplatten, die Meere, Seen, Flüsse und die Erdoberfläche entsprechend wellenförmig. Das führt zwangsläufig auch zu riesigen weltweiten Erdbeben, Vulkanausbrüchen und Ausbruch unterirdischer Gewässer und Überschwemmungen durch Riesenflutwellen, Tsunamis, ja. Und diese unterirdischen Bunker und Städte, diese Dumps werden solchen Erdbewegungen, ja, und Erdplattenverschiebungen und Druck, den ganzen Druck gar nicht, auch nicht, und diese Überschwemmung nicht standhalten, ja. Und die würden nach einem Polsprung da stattfinden, und jetzt, die können auch diese Untergrundstädte nicht standhalten. Und ja, und stürzt ein größerer Himmelskörper impakt ins Meer, können natürlich je nach Größe und Stärke Superwellen, Tsunamis mit mehreren hundert Metern Höhe entstehen und mit unvorstellbarer Geschwindigkeit über die Küstenländer rasen. Dasselbe kann natürlich auch geschehen durch massive, rasche Veränderungen in der Umdrehungsgeschwindigkeit der Erde und durch ein Kippen der Erdachse. Ja, der Wahnsinn, diese Tsunamis da um die Erde gehen. Ja, dadurch werden natürlich weltweit viele Gebiete betroffen und alle Ebenen von Küstenländern und Inseln würden weltweit tief ins Land hinein mit extremer Wucht und Geschwindigkeit überschwemmt. Und was die Erdwellen in gewässernahen Gebieten eventuell noch verschont hätten oder verschonen würden, das wird kürze Zeit später von den Flutwellen, von den Tsunamis verheert. Ja, also die kommen ja dann wieder, ja. Kommt ja die zweite und die dritte Welle. Allein schon durch die Erdbebenwellen und Flutwellen wären mehr oder weniger alle Menschen weltweit betroffen. Von den übrigen Auswirkungen wie Orkanen mit Gluthitze, Vulkanausbrüchen, Steinregen und Magma-Glutregen, Giftwolken aus der Erde und zerstörten Industrie- und Atomanlagen, ganz zu schweigen, und dieser ganzen giftigen Atmosphäre des herankommenden Gestirns, ganz zu schweigen. Also, da kann keiner gemütlich weiter Kaffee trinken, ja. Wann wird das passieren? Ah, wenn das Maß des Bösen voll ist, ja, das wird natürlich der dritte Weltkrieg sein. Und dann wird der Prophezeit kommt aus dem Kosmos, dieses kommende göttliche Strafgericht, dieser Stern, und nur wenige Jahre später seine Wiederkunft, ja, also nach diesen 7 Jahren wohl, ja. Und mit ihr das Ende dieser Menschheitsperiode durch das letzte Feuergericht, Verbrennung der ganzen Erdoberfläche. Der Zeitraum für diese Ereignisse hat Jesus gesagt, das steht jetzt nicht in der Bibel, ja, aber es steht in so einer Nebenabschrift, ja, wo er seinen Jüngern halt erzählt und Jünger ihn Sachen fragen. Das steht nicht in der Bibel. Sagt er aber, da haben die Jünger gefragt, wann wird das sein? Und da hat er wohl gesagt, als Zeitraum für diese Ereignisse sagte Jesus in den Jahren 25 bis 27 nach Christus vorher, also im Jahr 25 bis 27 nach Christus, dass es bis zu beiden Ereignissen nicht volle 2000 Jahre mehr dauern werde. Demnach würden sich bis spätestens 2025 bis 2027 nach Christus alle Vorhersagen erfüllen. Das ist jetzt nach Lorber, ja. Geht es so nicht genau in der Bibel. 2025 bis 2027, das haben wir 2019. Also, aber. Und
Also das soll sich bis 2025, bis 2027 müsste sich das erfüllt sein, ja. Und davor sind ja noch die 7 Jahre Drangsals. Das sollen ja aber noch ein bisschen verkürzt werden. Und also gemäß dieser Prophezeiungen Jesu, durch Jakob Lauber, dürfte spätestens 2027 oder 2028 nach Christus die Wiederkunft Jesu und das letzte Gericht über die entartete Menschheit erfolgen. Die Katastrophe aus dem Kosmos dürfte nach einigen biblischen Hinweisen, nach diesen 7 Jahren Drangsal, die man ja einbrechen muss, zuvor, am Ende des Dritten Weltkriegs, also spätestens 2020 bis 2021 erfolgen. Jetzt haben wir 2019. Nicht gut. Aber wir haben, er sagt ja, er verkürzt die Zeit noch ein bisschen, ja. Also vielleicht haben wir da wirklich jetzt noch die letzte Jahre. Also 2020, wenn es so ein, wenn der Krieg müsste da losgehen, ja, dass sich das so alles erfüllen müsste, ja. Aber es ist in Gottes Hand, ja. Also Gott kann Gebete etc. kann das alles nur nach hinten ein bisschen raus verschieben, ja. Nicht aufheben, aber verschieben, ja. Und abmildern, ja. Das göttliche Erbarmungsgebet kann abmildern, ja. Und ja, verschiedene Prophezeiungen und Visionen weisen darauf hin, dass die Katastrophe aus dem Kosmos während eines allgemeinen Krieges, also diesem Dritten Weltkrieg, erfolgen wird. Und der Prophet Zephania hat darüber prophezeit, oh je, ganz jede Menge auf jeden Fall. Zephania 01,16 steht: Ein Tag des Horns und des Kampfgeschreis gegen die befestigten Städte. Und gegen die hohen Zinnen. Das heißt Revolution gegen die Machthaber. Und in Sefaja 1, Vers 17. Und ich werde die Menschen ängstigen, sodass sie einhergehen wie die Blinden. Das heißt vor panischer Angst und wie blind reagieren, weil sie gegen den Herrn gesündigt haben. Ihr Blut wird verschüttet werden wie Staub und ihre Eingeweide wie Kot. Und in Zephania 1, Vers 18 steht: Und auch ihr Silber, auch ihr Gold wird sie nicht erretten können am Tag des Grimms des Herrn. Und durch das Feuer seines Eisers wird das ganze Land verzehrt werden. Denn Vernichtung, ja, Entsetzen wird er wirken bei allen Bewohnern des Landes. Ja. Und auch in der Offenbarung 11, Vers 18 steht: Und die Völker sind zornig geworden. Also dieses ganze Rache-Terrorismus, Revolutionen, Hunger, wir wollten nun alles, ja. Und es ist gekommen, dein göttlicher Zorn und die Zeit und die Toten, das heißt, jene Menschen, die geistlich gesehen tot sind, oder die doch aber glauben oder ihre Sünden tot sind, werden gerichtet werden und den Lohn geben, abkriegen, ja, den sie verdient haben. Und ja. Und also es wird vorher diese RBC-Waffe eingesetzt werden, ja. Und Jesaja 13, Vers 9 stehen: Siehe, der Herrn Tag kommt grausam zornig grimmig, um die Erde zu verwüsten und die Sünder von ihr zu vertilgen. Und Jesaja 13, Vers 10 steht: Denn die Sterne am Himmel und sein Orion verscheinen nicht hell, die Sonne geht finster auf und der Mond gibt keinen Schein. Da kommen die 3 Tage Finsternis. Jesaja 13, Vers 10. Und Jesaja 13, Vers 11 steht: Ich will den Erdkreis heimsuchen, um seiner Bosheit willen, und die Gottlosen, die Muslime und dann alle Ungläubigen und ihre Missetat willen, und will den Hochmut des Stolzes ein Ende machen und die Hoffart der Gewaltigen demütigen. Und er wird, Jesaja 13, Vers 12, so wüten, dass ein Mann kostbarer sein soll als feinstes Gold und ein Mensch wertvoller als Goldstück aus Ophir. Also, das wird so ernsthaft sein, ja. Da wird kaum noch ein Mann übrig sein, ja. Und unter den wenigen Überlebenden wird er global, nach diesen ganzen globalen Naturkatastrophen, wird der Männermangel so groß sein, dass er von Jesaja eigens erwähnt worden ist. Also muss man sich mal vorstellen. Ja. Und ja, in Zephania sagt er auch, Vers 1, Vers 20: Ja, wegraffen werde ich alles von der Fläche des Erdbodens, spricht der Herr. Wegraffen werde ich Menschen und Vieh, wegraffen die Vögel des Himmels und die Fische des Meeres und die Trümmerhaufen samt den Gottlosen. Ausrotten werde ich die Menschen von der Fläche des Erdbodens, spricht der Herr. Oh.
Seid still vor dem Herrn, in Sophania 1, Vers 7. Denn nahe ist der Tag des Herrn, denn der Herr hat ein Schlachtopfer zubereitet. Er hat seine Geladenen geheiligt. Also Zephania bekräftigt da, dass er diese Ereignisse aus diesem außen Kosmos kein Zufall sein werden, ja. Dass nur ein von Gott speziell herbeigeführter Eingriff dieses Strafgericht ist, ja. Er hat seine Heiligen geladen, ja. Und es wird geschehen am Tag des Schlachtopfers des Herrn, da werde ich die Obersten, die ganzen Illuminaten-Elite, Papst und die ganzen Herrscher und Banker und Zeugs und die Königssöhne, die ganze Elite, die Minister, die Manager und alles, diese werde ich sie heimsuchen, ja. Und sie fahren ja 1, Vers 13 steht, ihrem Vermögen wird der Plünderung verfallen und ihre Häuser den Verödung. Sie werden Häuser bauen und sie nicht bewohnen. Alles, was sie da gebaut haben, werden sie niemals bewohnen können. Weinberge pflanzen und deren Wein nicht trinken. Weil dieser Eingriff Gottes wird so unerwartet kommen wohl, ja, dass sie alle ihre Pläne plötzlich zunichte gemacht sein mögen, ja. Vor dem Einschlag des Himmelskörpers wird dann wohl auch noch kräftig geplündert werden und dass danach ist alles, was nicht verbrannt oder eingestürzt ist, sowieso verödet, ja. Ja. Nahe ist der große Tag des Herrn, steht in Zephania 1, Vers 14. Er ist nahe und eilt sehr. Hoch, der Tag des Herrn ist bitter, da schreit selbst der Held. Der große Tag des Herrn meint also dieses große Gottesgericht, was da kommen wird über uns alle, ja. Und auch in Jesaja 24 steht, siehe, der Herr entleert die Erde und verwehrt sie und kehrt ihre Oberfläche um. Oh, also gerade so durch Orkane und Druckwellen und Hitzewellen, durch Erdspaltungen, ja. Und diese ganze Magmaausbrüche und zerstreut ihre Bewohner. Oh. Und es wird allen so ergehen. Also in Jesaja 24, Vers 2 steht, und wie dem Volk, so ergeht es dem Priester, wie dem Knecht zu seinem Herrn, wie der Magd zu ihrer Gebieterin, wie dem Käufer, so dem Verkäufer, wie dem Verleiher, so dem Borger, wie dem Schuldner zu seinen Gläubigern. Ja, so ein globales Katastrophenereignis, das macht von Arm und Reich nicht halt. Ja, das ist, alle werden da. In Jesaja 24, Vers 3 steht, völlig ausgeleert wird die Erde und geplündert, denn der Herr hat dieses Wort geredet. Also da wird richtig aufgeräumt. In Jesaja 24, Vers 4 steht, es vertrocknet, es welkt das Land, es schmachtet, es welkt der Erdkreis. Es schmachten die Hohen des Volkes im Land. Die Erdoberfläche so verbrannt sein wird und in Asche zugedeckt wird. Und die überlebenden Menschen werden dürsten und hungern, ja, und weil Wasser fehlen wird und keine Ernten natürlich möglich mehr sein werden, ja. Und nur wenige Menschen bleiben übrig, steht in Jesaja 24. Darum hat der Fluch die Erde verzehrt und es büßen die auf ihr wohnen. Darum sind die Bewohner der Erde dahingeschwunden und wenige Menschen bleiben übrig. In Jesaja 24, Vers 7 steht, es vertrocknet der Moos, es welkt der Weinstock, es seufzten alle, die frohen Herzens waren. Also die Leute verfallen in tiefste Depressionen, ja. In Stocken geraten ist die Freude der Tambourine, der Lärm der Ausgelassenen hat aufgehört. Es stockt die Freude der Zither. Also das ist kein Spaß mehr, kein Vergnügen, kein Erlebnis, keine Diskos, keine Tanz- und Unterhaltungsmusik oder sonst irgendein, keine Vergnügungsshows mehr, alles Spaß- und Unterhaltungsindustrie, alles weg. Ja, ist ja 24.09, man trinkt keinen Wein mehr mit Gesang. Bitter schmeckt der Rauschtrank denen, die ihn trinken. Sofern es überhaupt noch Alkohol gibt, ja, das will keiner mehr trinken. Die Lust ist vorbei. Jesaja 24, Vers 10 steht, zertrümmert ist die öde Stadt, verschlossen jedes Haus, sodass niemand hineinkommt. Also die Gebäude sind eingestürzt und man kann keine Tür mehr aufmachen, weil alles verschüttet ist und sonst irgendwas. Ja. Klagegeschrei um den Wein halt auf den Straßen. Hinuntergegangen ist alles, alle Festfreude, verschwunden die Freude der Erde. Menschen, die irgendwie Spaß gehabt haben oder sonst irgendwas, da ist nichts mehr, kein Fest mehr. Ja. Kein Nervenkitzel, keine... Also die, wo da überleben, haben, glaube ich, Nervenkitzel genug und sind alle höchst depressiv. Ja. In der Stadt ist nur Verwüstung übergeblieben und das Tor wurde zu Trümmern zerschlagen. Denn es wird geschehen mitten auf der Erde, mitten unter den Völkern, wie beim Abschlagen der Oliven, wie bei der Nachlese, wenn die Weinernte zu Ende ist. Oh. Ja.
das ist nicht gut. Und in der Offenbarung Johannes, also falls ihr noch könnt, ja, steht auch, alle Berge und Inseln werden wegbewegt werden von ihrem Ort. Das kann halt geschehen tatsächlich durch einen direkten Aufprall von so in diesem Aufprallgebiet, ja, wo so ein Brocken einschlägt und oder durch große Impakte, ja, auf dem Festland oder im Meer oder vor allem durch rasch erfolgende Erdachsenverschiebungen und starke elektromagnetische Felder des Gestirns kann da durchaus Inseln aus ganze Länder verschoben werden. Ja. Also Johannes hat es gesehen in seiner Vision, ja, in seiner Endzeit, in seiner Offenbarung, ja, in der Offenbarung 8:08. Es fuhr wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer und der dritte Teil des Meeres ward Blut. Ja. Und der Prophet Jesaja schildert ja, die Erde wird taumeln wie ein Trunkener, wird hin und her geworfen wie auf einem Hängebett, denn ihre Missetat drückt sie und sie dass sie fallen muss und kann nicht mehr stehen bleiben. Jesaja 24, Vers 20. Und wahrscheinlich weist auch diese Offenbarung vom Johannes auf ein solches Ereignis hin, in Offenbarung 6, Vers 13. Die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum, der seine Feigen abwirft, wenn er vom starken Wind bewegt wird. Und in der Offenbarung 6, Vers 14 steht, und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird. Und alle Berge und Inseln werden wegbewegt von ihrem Ort. Und während dieses Schwankens bzw. Kippens der Erdachse, ja, kann es für den irdischen Betrachter, wenn wir das jetzt von der Erde aus betrachten, wirklich so aussehen, als würde die Sterne vom Himmel fallen und als ob der Himmel eingerollt wird. Ja. Also das kann wirklich das sein, ja. Und so ein rasches Stoppen der Erdumdrehung anlässlich einer Erdachsenverlagerung kann durch diese enormen Stoppkräfte Berge und Inseln verschieben. Also das ist nicht unreal, ja, das kann tatsächlich passieren. Und das haben mehrere Seher wohl auch gesehen, ja, diese Erdachsenverlagerung und der Polwechsel. Und innerhalb dieser 3 Tagen Finsternis, ja. Und diese Erdachsenverlagerung kann durch einen Zusammenprall bzw. durch Impact folgen und durch die Gravitationskraft und diesen elektromagnetischen Einfluss erfolgen, wenn der angekündigte Himmelskörper sehr nah an der Erde vorbeizieht. Dies wird laut verschiedenen Vorhersagen zur Folge haben, dass danach die Sonne im Westen aufgehen und im Osten untergehen wird. Wie es in früheren Zeiten wohl auch schon geschehen sein möge. Oh, oh, oh. Das ist nicht gut. Ja, also diese Polsprungen und Riesenerdbeben und das Taumeln der Erde wird mehrfach beschrieben von vielen Seen auf allen Teilen der Erde. Ja. Und in ihren Bunkern werden sie nicht sicher sein, ja. Auch die Elite nicht, diese New World Order, die Deep Stateler. Elite und sonst irgendwas, ja. In der Offenbarung 6, Vers 15 steht, und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen und in den Bergen. Und ja, das heißt, sie haben sich unterirdische Schutzanlagen gebaut, ja. Steht auch nicht 2:010. Und in der Offenbarung 6, Vers 16 steht, und sie sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Zorn, vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Steht in Lukas 43, Vers 30. Oh. Und in der Offenbarung 6, Vers 17 steht, denn es ist gekommen der große Tag des Zorns und wer kann bestehen? Steht auch in Amos 5, Vers 18, in Römer 2, Vers 5. Alle Menschen werden gleichermaßen verzweifelt Schutz in Bunkern und in Unterständen und Kellern und Höhlen und Bergstollen suchen aber durch diese ganzen dichten schwarzen Wolken und diese ganzen giftigen Wolken, ja, was dieses Stern da mitbringt und diese gewaltigen Erdbeben und Erdplattenverschiebungen, Überschwemmungen und Flutwellen und Hitzeorkane und sonst Steinregen und alles. Und auch wird jeder unterirdische und überirdische Ort unsicher sein, ja. Also da werden die sich auch nicht
auch nicht dafür schützen können, ja, auch die Elite nicht, die jetzt sich da, die das versuchen, jetzt das alles in Gang zu setzen, ja, die unterschätzen das völlig, was sie da in Gang setzen, die unterschätzen das völlig. Ja, und last but not least, wie wird dann die Situation sein in diesen betroffenen Katastrophengebieten, ja? Und also die Menschen werden lieber tot, ja, als lebendig. Also der in der Offenbarung 9, Vers 1 steht, und der fünfte Engel posaunte, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Impakte durch große Mitbringsel des Sternes waren es wahrscheinlich. Und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben. Und er öffnete den Abgrund. Es werden wahrscheinlich gewaltige Erdrisse sein, Magenausbrüche, Vulkane. Und ein Rauch stieg aus dem Schlund wie der Rauch eines großen Ofens. Steht in Joel 2, Vers 2. Und in Offenbarung 9, Vers 3 steht, und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde. Und es wurde ihnen die Macht gegeben, wie die Skorpione auf der Erde Macht haben. Ja. Also da ist noch nicht vorbei gewesen. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie nicht das Gras der Erde noch irgendetwas Grünes, noch irgendeinen Baumschaden zügen von, sondern nur den Menschen, die nicht das Siegel Gottes an ihren Stirnen haben, ja, die nicht zu Gott gehören. Oh, oh. Und in Offenbarung 9, Vers 5 steht, und es wurde ihnen der Befehl gegeben, dass sie nicht töten, sondern dass sie 5 Monate lang quälen. Und ihre Qual war wie die Qual eines Skorpions, also arge Lähmungen, Schmerzen, Allergien, wenn so ein Skorpion einen Menschen sticht. Und in Offenbarung 9, Vers 6 steht, und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und werden ihn nicht finden und werden zu sterben begehren, und der Tod flieht vor ihnen. So schlimm wird es sein. Und also wenn so ein Himmelskörper, ja, auch wenn er nur ein paar Kilometer groß ist, der soll ja 12 Kilometer groß sein, aber die Brocken sind halt ziemlich auch groß, wo da dann von ihm abfallen, ja. Und mit dem großen Gewicht und genügend kann, also, und mit so Brocken da einschlagen, der kann wirklich den Schlund des Abgrunds, das heißt das Erdinnere, öffnen, ja. Und aus diesen riesigen Aufschlagradern und diese enormen Druckwellen und diesen ganzen Vulkanausbrüchen werden enorme Mengen dampfförmiger, flüssiger Magmas und feste Erdmasse und riesige Rauchwolken austreten und die Erde umhüllen. Ja, also da ist 3 Tage Finsternis sowieso. Und diese bildhafte Umschreibung des Johannes, ja, auf eine tatsächliche Heuschreckenplage hinweist, oder bildhaft ist es, wissen wir nicht genau, aber durch diese offenen Erdwunden und diese ganzen Vulkane kann es tatsächlich sein, dass da entweder Giftgase, Bakterien, Viren oder neuartiges Ungeziefer oder sonst irgendwas, oder was die da zusammengebraut haben zur Vernichtung der Menschheit in ihren Untergrundbunker, das kann natürlich an die Erdoberfläche dann kommen, ja, und Zerstörung dementsprechend freisetzen, und so chemische Kampfstoffe und so, das kann wirklich Lähmungen, Schmerzen, Allergien und sonst irgendwas übelst erfolgen. Das wird recht schmerzhaft sein, ja. Und das kann sein, dass es nur selektiv Tiere oder Menschen befällt, ja. Und wer da in dieser Zeit keine göttliche Hilfe beansprucht, keine Hilfe und keinen Schutz von Gott erhält, der ist verloren, ja. Der ist ausgeliefert. Also das Siegel Gottes ist einfach an den Stirnen, das ist die geistige Einstellung, ja, die man haben muss. Diesen festen Glauben an Gott, an Jesus Christus. Und man soll seine Bitten an ihn senden, ja, und nach ihm rufen und in absoluter Nächstenliebe noch handeln, ja. Dass man göttlichen Schutz erhält. Und also man sieht, da hat man keine Zeit mehr, Buße zu tun und irgendjemand zu vergeben, ja. Es ist auch wichtig, dass ihr jetzt den Leuten vergebt, die euch Böses getan haben. Jetzt, weil dann kann auch euch vergeben sein, ja. Da steht ja geschrieben, ja. Und also jetzt klar schief machen, Buße tun, umkehren und in Leben wirklich dem Herrn widmen. Wir haben nicht mehr lang, Leute, wir haben nicht mehr lang. Es ist keine Zeit mehr, da rumzubummeln, ja. Es ist wirklich kurz vor knapp. Und wirklich deinen Feinden noch vergeben, egal was euch passiert ist, versucht es wenigstens, wenn ihr es nur versucht zu vergeben, egal was euch Schlimmes passiert wird, auch in der Kindheit oder sonst irgendwas, versucht es irgendwie zu vergeben. Sagt dem Jesus, Herr, ich kann ihm nicht vergeben oder so, hilf mir. Und er wird euch helfen, ja. Versucht da jetzt irgendwie noch klaren Tisch zu machen, ja. Wir haben noch ein bisschen Zeit und jetzt haben wir noch Chance. Also
dranbleiben, Buße tun ist wirklich nichts für Katholiken bloß oder sonst irgendwas, sondern also das kann man selber daheim machen. Da muss man nicht in eine Kirche gehen und irgendeinen, braucht man keinen Priester. Das macht man allein mit Jesus, ja. Nur Jesus in er selber, ja. Das Land und anderen Leuten vergeben braucht man auch nicht in der Kirche. Ja, man kann das allein am Wohnzimmertisch auf dem Sofa machen, ja. Das war jetzt heftig, ja, aber das war ja kein Wohlfühl-Kuschel-Evangelium. Nein, das war es nicht. Woher? Wir rufen den Schutz des Blutes Jesu uns aus, oh Herr, und bitten dich um Schutz und Kraft und Weisheit für diese Zeit, wenn uns kommen sollen. Und wir bitten dich, dass wir zu deinen Erlösen zählen dürfen alle und dass wir, wenn wir dir würdig wandeln, dass wir bei der Entrückung dabei sein würden. Bitte mach du uns in letzter Zeit jetzt noch würdig, dass wir bei der Entrückung dabei sein dürfen und das nicht erleben müssen. Vater, wir bitten dich im Namen Jesu, lass uns dabei sein bei der Entrückung. Mach uns würdig jetzt noch in dieser letzten Zeit. Wasch uns rein im Blut des Lammes und lass uns befreit sein von Sünden und dass wir Buße tun können, umkehren können und ihr Leben völlig dem Herrn hingeben können in dieser letzten Zeit und auch helfen können, Seelen ins Königreich zu bringen, oh Herr. Befähige uns, bevollmächtige uns zum Dienst, Herr. Erfülle du dein Gnadenwerk in uns in dieser letzten Zeit, oh Herr. Lass uns erfüllt sein mit der Erkenntnis deines Willens in aller geistigen Weisheit und Einsicht, damit wir dir würdig wandeln und dir wohlgefällig sind, dass wir tadellos für dir dastehen und deines Namens würdig sind, zu jedem guten Werke fruchtbar in der Erkenntnis Gottes wachsen, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht deiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut in Freuden. Damit wir dir Dank darbringen können, allmächtiger Gott, dass du uns tüchtig gemacht hast, teilzuhaben am Erbe der heiligen Licht. Denn du hast uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und uns versetzt in das Reich des Sohnes der Liebe. Durch ihn haben wir Erlösung, durch das Blut, die Vergebung der Sünden. Dafür danken wir dir, Herr, und loben, preisen deinen heiligen Namen. Heilig, heilig, heilig bist du. Heilig, 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 geheiligt werde dein Name, wie im Anfang, so jetzt und alle Zeit, bis in alle Ewigkeit. Amen. Sei gesegnet.